ob das was wird. CDU, CSU und SPD bemühen sich gerade darum, in Sondierungsgesprächen zueinander zu finden. Inzwischen gibt es aber schon wieder Streit, nämlich um Durchstechereien oder in der Steuerpolitik. Dabei haben sich die Beteiligten das alles selbst zuzuschreiben. Seit Wochen beschäftigt sich die Politik nur mit sich selbst. Anstatt nun flott zu verhandeln, wird auch zwischen Union und SPD kräftig gefeilscht. Und das, obwohl man sich doch eigentlich kennt und mehrere Jahre lang relativ gut zusammen regiert hat. Und die eigentlichen Koalitionsverhandlungen kommen ja dann erst. Das Problem? Alles, was sich am Ende nicht im Koalitionsvertrag findet, ist politisch erst einmal tot. Kein Wunder also, dass jeder so viel wie möglich durchdrücken oder irgendwelche Hintertürchen einbauen will. Nur Aufgabe der Politik ist nicht die ständige Selbstbespiegelung, sondern das Regieren. Da dürfte es schon etwas mehr Professionalität bei den Verhandlungen sein. Bislang jedenfalls sind die Sondierungsgespräche nur eines: ein Konjunkturprogramm für Politikverdrossenheit und damit für die AfD.